So, meine Freunde, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest im Multiplayer-Modus zusammen mit der Titerin, der lieben Krona, Hallo, und unserem jüngsten Mitglied, dem Daniel. Hi. Daniel und ich, wir sind gerade hier in der Höhle von der modernen Axt und wir wollen eben fix für ihn ein bisschen Equipment looten. Und kurz nebenbei den Galoppelines klatschen. Hast du den schon fertig gemacht? Nee, nee, zwei Molotows hat er gefressen. Mehr hab ich nicht. Ach so, genau. Apropos Molotows, ich werde mir gleich nochmal welche bauen. Weißt du, wie man Bomben baut? Ach, da bist du! Ja, aber die brauche ich ja. Okay. Hast du mal da für den Ich bin ganz gut im Werfen mit dem... Ich hab schon reingekloppt, ja. Echt? Mit dem Molotows. Ach, das nur noch keine Stöcke, also die fehlen noch ein bisschen. Okay, gut. Aber ich finde, das machen wir, wenn's hell ist. Dann würde ich dich eher darum einmal bitten, dass du einmal hier zu mir kommst. Du kannst ja auch, wenn ich dir den Tipp geben darf, du kannst hier ja auch deine Waffen in Feuer setzen und dann damit kämpfen. Das ging mit Kleidungsstücken, ne? So, ja. Wie war das jetzt? Richtig, genau. Die Waffe plus Closes. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Hier ist ja schon instant... Du musst jetzt einmal, glaube ich, raus, ne? Ja, ich will einmal anpacken und dann raus irgendwie, ne? Was ich irgendwie so? Ja? Sicher, dass das nicht ein bisschen zu schwer für dich ist, so alleine? Wo bist du denn, sag mal? Bist du noch oben? Naja. Ich glaube, es geht. Wenn ich wieder reinkommen soll, sag Bescheid. Ja, ich dachte, du bist schon unten. Ich tollen Desktop an. Wollte ich gar nicht sehen. Ich glaube, das ist aber im Nahkampf hast du, glaube ich, keine Chance mehr gesehen. Naja, wenn er an Feuer steht, schon. Ich glaube, du kannst wieder reinkommen. Okay. Jetzt habe ich natürlich einen Molotow weggeworfen, ohne ihn anzuzünden. Das reicht, glaube ich, erstmal. Irgendwie rutsche ich hier gerade runter. Das ist immer so schön, wenn ich reinkomme und überall Holz liegt. So, so Magic. Ich kann auch nicht werfen von hier oben irgendwie. Das ist ganz komisch. Ich würde nämlich gerne erstmal den Turm, also ich würde auch gerne von innen nach außen bauen eigentlich. Ja. Heißt, hier jetzt. Okay. Ich bin immer so ein bisschen, ich habe keine Lust wieder auf diesen dicken Besuch, weißt du? Das letzte Mal war das weg. Ich weiß sehr nicht wohin. Unangenehm. Und ich finde, wenn wir unsere Basis fertig haben, dann können wir auch mal wieder schön fett in die Höhlen, in die restlichen Höhlen. Oh nein, 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 oh mein Gott. Oh Gott, oh meine Güte, tu dir doch nicht weh, Kind. Auch nicht, was passiert ist. Okay. Sag grad nicht schön aus. So. Nee, ich habe gesehen, wie du hochgeflattert bist. Die Musik ist schon wieder real. Ja. Ist er tot? Achso, einen Stamm lege ich hier wieder hier rein. Ich will immer nicht so viel Holz auf einmal produzieren. Immer nur so ein bisschen, dass es ausreicht für die Stelle, wo wir es gerade benötigen. Okay. Nein! Der Post hat Responding gerade gehabt. Ja, auch, aber ganz kurz noch. Irgendwie hat er mich aus dem Spiel gerade rausgeworfen. Warum ja, auch immer. Und die Baumstämme waren ganz kurz weg. Ich krieg die hier gerade mega Panik, dass das Holz wieder weg ist. So, einer liegt hier noch. Eins. Okay. Was? Ach so. Vielleicht vorher noch einen Abstecher zum Cockpit machen sollen und vielleicht immer die Flare Gun holen sollen. Die habe ich noch. Soll ich Feuer machen? Scheiße, jetzt bin ich runtergerutscht. Oh, ich habe Glück gehabt. So, und das muss das Cockpit eigentlich bei hier. In der Nähe vom von unserer Basis. Echt? Oh. Ja. Würdest du dich bitte hierher begeben, meine Liebe? Ja. Oh, schön. Warte, ich bist du noch oben, ja, ne? Der Galoppelheinz im Leben übrigens noch. Nee, ob du noch oben bist. Nee, ich bin unten. Ach, ist schon unten. Alles klar. Oh, ich habe keine Mumpe mehr. Ach, du kannst einfach durchrennen. Der kommt nicht hinterher, scheinbar. Okay, ich glaube, das reicht erstmal. Ich sehe nämlich nichts mehr. Ich schau mal. The Magic Moment. Magic Moment. Holz! Okay. Ja! Ich versuche aber nicht immer so extrem viel zu machen, sondern immer nur so, dass es gerade reicht. Bevor es nämlich wegspawnt. Wie ist der Lock runtergerutscht? Was? Ich musste eben da rausholen, dann spawnen wir wieder zu oder so. Oh Gott. So. Eben hier raus, wenn es nicht so aussieht. Ich komme hier gar nicht durch. Das gibt's doch nicht. Was machen die Männer denn da? Nee, aber fast, der ist bei mir, der hat sich bei mir da runtergeglitscht. Man kann sich ja Gott sei Dank so schön an den Wänden festkrallen. Ist so unnormal laut in der Höhle hier unten.
Das merkt man, du sprichst auch lauter. Ja. Unnormal laut. Das macht aber nichts. Okay. Ich mach kurz Colorblinds tot. So, jetzt ist er tot. Und dann komme ich dir helfen. Sehr schön, das ist gut. Ich hole mir fix die Taschenlampe. Packst du ein Holzstück Stamm in den Schlitten? Ein oder zwei? Mach mal zwei. Sehr schön. Hast du alles? Vitamine und Naschen. Ja. Jo. Das ist ja cool, an die Stelle kann ich mich gar nicht erinnern. Nein, der steht hier noch ganz unten. Ach nein, der ist tot. Der sieht so, als würde er stehen. Ja. Der Ragdolled. Keine Ahnung warum. Das war's auch schon wieder an Holz, ne? Ah, ja. So, warte mal. Ich Essen das. Sonst. Ach ja, stimmt. Essen müssen wir ja auch wieder mal, ne? Drüber springen ist aber echt lustig. Nee, ich hasse das. Ach, ich kann hier was den Fisch essen. Haha, okay. Über die Mauer. Yay! Mann, du Kacker! Treppe bauen. Ja! Triple Stairs. Gib alles jetzt! Spring doch darüber, du blödes Viech! So. Schafft er einfach nicht. Ich für. So, und jetzt in nächster Instanz erstmal safen gehen irgendwo. Oder willst du jetzt irgendwo hin? Einfach die ganze Zeit mal ständig reinkloppe in diese Holder. Nö, eigentlich nicht. Katana brauchst du nicht? Wäre besser. Ja, aber wenn es so viele Umstände macht, dann ist es auch egal. Ich will eigentlich sowieso nur erstmal Holzfällen gehen. Nö. Na, Holzfällen brauchen wir nicht. Wir haben ja den Glitch. Also ich komme mit dir auch Katana holen, mir ist halt egal. Was denn für ein Glitch? Na, mit Holz machen. Ach, du meinst, wenn einer auf den Desktop geht und der andere zieht raus oder was? Ja, ja, genau. Oh, lame. Lame. Was heißt lame? Wenn ich das bei Jessica machen würde, dann würde die mich umbringen. Die würde mich einen Kopf kürzer machen, Lara, weißt du das? Fürcht es. Ja. Vergammelte Kaninchen im Inventar, warum? Naja, angesichts der Tatsache, dass es schon tausende Let's Plays von anderen Leuten gibt, die das hier machen, ist mir dann eigentlich relativ schnuppe, ob wir nun glitchen oder nicht. Weil es geht uns hier eigentlich nur um Spielspaß. Wir wollen hier Cam irgendwas beweisen. Ach, hier ist eine Fahne, krieg also, eine an. Also, ich wäre bereit, wenn Sie bereit sind. Moment. Wollen wir schlafen oder wofür seid ihr bereit? Nee, wir machen jetzt Holz. Achso, okay, na wir gehen jetzt wir mal hier in die Höhle runter, oder was? Mein Freund. Bist du soweit? Weißt du denn, wo das Katana ist? Also, ich hab die... Also, ich hab, wenn ich die Stelle sehe, weiß ich, wo sie ist, aber jetzt... Irgendwo beim großen eingeborenen Dorf, das weiß ich. Irgendwo beim großen eingeborenen Dorf, da auf dem Hügel. An dem Hügel da in der Nähe vom Cockpit, da irgendwo war das. Irgendwas lass ist uns, hier faul. Lass uns mal hier in die Höhle runtergehen, warte. Vielleicht finden wir auch noch irgendwas. So, jetzt. Okay. Moment. Ich glaube, das funktioniert gerade nicht so. Es geht aber tief runter. Moment, hier. Ich komme mal rein, vielleicht muss ich noch mal rausgehen. Danach. Oh. Holz. Hier ist doch Holz. Ja, aber es ist ja nicht so viel. Ey, lass uns das erstmal wegarbeiten. Aua. Ist da unten irgendwas? Ist ja nicht viel Holz und ganz ganze Wald wohl so. Gar nicht viel. Ah, umso besser, dann macht's ja mehr Spaß. Meinst du? So ohne Ausrüstung? Ja, sicher. Oh, ja. Die Mädels retten uns schon. Ja, ich wollte es gerade sagen. Ja, räumt weiter. Beide rausholen und dann wieder Wir machen hier einen Nestbau. Bitte? Ich werde erstmal. Ach, ich habe gar keine Batterien mehr. Ach, ein schöner Wohn. Habe ich das Katana? Ja. Ich muss kurz was essen und was trinken. Das sieht ganz böse tief aus. Ja, umso besser. Ach ja. Hier liegt ein Feuer. Sehr schön. Oh, doch nicht so böse. Haben wir. Ah, ich glaube, wir brauchen das Beatmungsgerät hierfür. Ich glaube, ich schenke mir mal einen Tee nach. Ja, das kannst du vergessen. Wir brauchen das Atemgerät hierfür. Kannst gerne das selbst nachgucken, aber da geht's nicht weiter. Abwarten. Was für ein Tee? Kirsch Cranberry. Oh. Ach nee, doch, geht sogar weiter. Du kannst auch so runtertauchen. Klingt ja edel. Und ich hole mir noch eine Decke. Normalerweise müsste das gehen. Ganz gemütlich. Baby! So?
Ha! Oh, ich sehe noch einen Baumstamm. Bin ich jetzt weiter, oder? So. Ah ja, genau, richtig. Perfekt. Upsala. Ah, doch, hier kann man auch so durch. Okay, okay. Ah, hier sind wir. Wir sind am großen Loch unten. Relativ weit unten. Gucken, okay. Hä, ich seh hier irgendwie gar nichts, wenn es... Aber hier kommen wir wirklich nicht durch. Ich habe das Gefühl, das funktioniert hier nicht so richtig. Bergsteigereisen. Wenn wir jetzt hier runtergehen ohne Bergsteigereisen, dann... Oh, nee, das funktioniert echt nicht so gut. Ich kann das irgendwie nur im Hellen. Aber hinten sind Kisten sowas. Aber die Höhle muss ja noch einen anderen Ausgang haben. Weißt du? Habt ihr die Möglichkeit zu schlafen, Jungs? Wir sind Zelte, aber man kann nicht schlafen. Ah, wir haben einen Baumstamm rausgeholt. Schön! Müssen wir denn schlafen? Ist das für euch jetzt gerade wichtig? Ja, ich komme hier nicht weiter mit dem Holz machen, wenn es dunkel ist. Ich palliere nichts. Okay, also ich versuche mal, ob ich irgendwo was bauen kann. Oh, das ist sehr gut. Heb mal das Bild auf und guck's dir mal an. Da, wo das X ist, kannst du freispringen. Da ist bestimmt irgendwas drunter. Das ist an diesem einen großen heiligen Baum, der in der Nähe vom anderen Flugzeugbaum ist. Gleich gemacht, ja. Eine schwere Geburt, Herrgott. Jetzt. Wieso kann ich denn jetzt hier nicht bauen? Was ist das für ein Käse? Ey, ist das nicht voll unlogisch, wenn wir hier eine Tür haben und da noch, Ach, scheiße, wir können hier ja nicht bauen, ne? Ich hab's nicht Plateau. Gebaut. Ich glaub nicht. Das ist natürlich blöd, sondern... Aber wenn ich das jetzt wegmache, obwohl da geht es also wir haben wieder haufenweise Ressourcen, aber... Sollen wir das kaputt machen, oder was? Also weil wir können... Das ist ja noch nicht fertig gebaut, das ist eine. Wir können leider nicht schlafen, quasi. Mädels. Ich spreche von der Steinmauer hier. Ja, dann lass uns einfach wieder zurückgehen. So. Warte mal, ich habe hier noch nicht alles gelootet. Das ist ja nicht egal, würde ich sagen. Ja, aber das nervt mich, ich komme da immer nicht rüber. Es wird okay, hell, es wird hell! Was ist denn? Achso, hier geht's schon runter, ne? Das ist schon da wohnt irgendwie nicht so. Das bin halt ja nur hier. Aber hier hinten geht's dann auch ein Stückchen weiter runter. Es wird aber. Nicht? Da hinten ist einer! Ist ja, so aber aus. Ich kenne den Eingang, du kommst ohne. Da sind, ist eine ganze Truppe! Du da nicht weit. Okay. Jetzt keine ich laute weiß gar nicht mehr, machen. Was geht. Aber weißt du, was ich meine? Hier direkt an der Tür? Ja, hier meinst du, ne? Hier. Ja, hier auch, da. So. Meine Taschenlampe ist gleich leer. Durchgucken. Ach so, ja. Ach so, ach Gott, das ist ja bescheuert. Macht ja eigentlich gar keinen Sinn. An der Tür, wo wir durchkommen. So. Besser? Ja, das sieht schon schön aus. So schöner Wohnaktion. Boah, was greift mich denn hier an? Ach, das Baby ist bestimmt, ne? Scheiße, so. Ich hab natürlich kein Feuer. Scheiße, ja, wo ist denn das scheiß Seil? Da. Ja. Dann weißt du, was wir hier hinmachen, damit wir das auch im Hellen und im Dunkeln sehen, machen wir da so ein Fackelgerät hin. Fackelgerät. Ja, ja, warte mal, wenn ich jetzt, Standing Fire, genau. So was bauen wir hier hin, und zwar... In hier. Welche Richtung muss ich jetzt tauchen? Das ist so scheiße dunkel hier in den Kasten. Mach mal dieses, diesen, bei Color Grading den Superfilter rein, da kannst du... Und hier setze ich auch noch eins hin. Okay. Hauptsache die Kerle haben was anderes als die Frauen. Ah ja, ich bin durch. Dann würde ich sagen, ich gehe mal eben gucken, dass wir mal Stöcker oder was finden. Ja, das brauchen wir echt. Also wir sind auf dem Rückweg, glaube ich, ne? Oh, hier liegt noch Holz. Wo kommt das denn jetzt her? Ja, ich bin oben, lagen noch zwei einzelne. Und Holz. Ja, ich bin gleich da. So. Bringt schön Stöcker mit. Ja, ich geh mal los und ich such mal. Ich hab das ganze Inventar voll mit Stöckern. Sehr schön. Lurch! Wo ist meine Ausdauer irgendwie am Arsch? Ja, dann hol sie da ganz schnell wieder raus, so. Du bist witzig. Ja. Ich bin gleich oben. Ich warte. Er muss auch noch warten. Sünde. Hier ist auch ein Baumstamm. Hier sind noch mehr Baumstämme. Yay. So ist er. Gut, wo jetzt lang? Lurch.
Katana holen, würde ich sagen. Irgendwo möchte sofort ausgerüstet sein. Ja, das ist so übel, ey, weißt du? Da ist irgendwo ein Spackos. Ach, da ist nur Frauenarbeit, ey. Da ist ein Lurch gespawnt. Frauenarbeit Deluxe, ey. Ich hab nicht mal ein Katana und sowas. Das brauche ich gar nicht. Nee, sie hat ja auch mich. Ja. Und zur Not habe ich immer noch mein Speer, falls alle Stricke reißen. Genau. Und eine Brandpfeile. Der ist gut gelandet, ne? Nein, scheiße, sieht anders aus. Ja, ich vergesse Missgeburt. Was? Das sah so lustig aus. Da ist noch so ein Spackos irgendwo. Ah, ah. Das ist Chantal. Missgeburt, Alter, ey. Was ist mit mir? 18. Hat er gerade Teil gesagt? Nein, Chantal. Ich hab Chantal gesagt. Warum? Naja, das Tittenmonster ist gerade hier. Ich gebe mal diesen ganzen Leuten Namen. Ah, okay. Also jeder hat ja quasi seinen, ich weiß nicht, seinen eigenen, also jeder von den Ureinwohnern hat ja auch seinen eigenen Charakter und ich gebe denen Namen. Okay. Und das war Chantal. Okay. Sag jetzt nicht, du hast auch Chantal. Nein, nein. Nein, nein. Sie heißt Titerin. Nee, aha. Ja. Ich bin aha. Tai. Ja, Also ich heiße ja Daniel, ne? Nö. Nö. Sie heißt Miss Titerin, let us play. Oh, ich bin tot, Digga. Ich konnte nicht mehr schlagen. Irgendwie die Ausdauer, ich weiß nicht, woran das lag, aber irgendwie. Ja, wenn ich die Axt anzünden will, dauert das auch sehr lange, bevor ich dann mal was tue. So, ja, aber es ist Fackel Nummer 1 ist Readü. Kacke. Doch, ist auch fertig. So, das war's mit ihm, sehr schön. So, Fackel 1. Weil wenn jetzt die Kackstifter kommen, dann ist alles klar. Ich dachte, oh mein Gott, ich dachte, du kommst auf mich zugerannt, ey. Bist du tot? Ich dachte, Krona kommt auf mich zugerannt und ich denke, hä? Oh, da ist noch einer. Danke. Ja, ich sehe es, Moment. Das hättest du auch früher gemacht, aber wie gesagt. Komm her, du feige Stück. Alles gut. Wir müssen irgendwann, wenn wir Zeit haben, nochmal zum Flugzeug. Ich habe keine Medikamente. Halt die Schnauze, ich schlag dir die Zähne raus. Ey, ich hab ja nicht gesagt. So, ich lauf dir nach, ne? Okay. Arschloch, ehrlich. Ne? Ey. Sei nicht so böse zu mir. Mann, Kevin kriegt jetzt einen Stein von mir am Kopf. Oh. Kevin. Kevin ist cool. Kevin. Schmeiß mir die Leiche. Keine Ahnung. So, ich schmeiß mir die Leiche hier rauf. Tschüss. Oh, ich höre sie schon wieder. Und ich denke da so, Krona kommt auf mich zugerannt, weißt du, und freue mich so, oh, die will jetzt spielen und auf einmal steht da so ein Fettsack vor mir. Ich denke, was? Das ist irgendwie bitter. Cool wäre ja auch, wenn die Viecher mal in den Abgrund springen würden, ne? Die Rehe. Beim Jagen. Ich müsste eigentlich mal was futtern, knuspern. Oh, meine Ausdauer ist schon wieder Wieso runter. Wieso kann ich eigentlich nicht direkt von dem Dryer, von dem Trocknungsstand, was essen? Wahrscheinlich noch nichts getrocknet, wahrscheinlich. Dried edible fish. Oh. Danke. Ja, aber ich weiß, das ist tatsächlich so, dass es so ein bisschen, Ich kann backt. Keine Sodas mehr tragen, die ist runtergefallen. Zu trinken habe ich genug. Ach so. So. Man muss die Soda. Okay, hier, ich wäre hier. Gleich bereit. Genau vor mir. Für. Kann man noch gerade ein bisschen Feuer. Feuer, sag ich. Übrigens, mit der Leiche auf dem Arm komm ich da besser rüber. Also eben, ne? Beim ersten Sprung mit der Leiche auf dem Arm gleich rübergekommen. Und ich brenne. Richtig logisch. Ich brenne. Schön. Auf jeden Fall müssen wir hier. Mann, ich mach diese Steinmauer gleich hier kaputt, ey. Mir reicht's jetzt. Wer hat das Scheißding dahin gebaut? Ja, ehrlich, Corona? Jetzt reicht's, ey. Richtung der E-Lager. Kriegt man das nicht kaputt? Warum sehe ich dich nicht das mehr? Das ist eine gute Frage. Jetzt reicht's, ey. Jetzt baue ich da was dran. Ich verzweifle. Aggression. Du bist aber schnell unterwegs, ey. Wo kommt das her, das Geräusch? Ich bin Usain Bolt. Von mir. Ja, der Rekordläufer, ne? Ich hoffe, das ist keine Muschi oder so. Bitte? Muschi? Na, sie meint den Muschi-Klaus. Das Geräusch. Alter, wie viel Tag ist denn das?
keine Ahnung, 7, 8, 9 oder so, ne? Ja. Ja. So in dem Dreh. Ups, Alter. Ah, wir sind nicht weit weg von der Höhle. Ich weiß es. Ich brauche eine Treppe. Wo finde ich denn die Treppe? Mensch, sind wir blöd, ja. Daniel. Ich weiß, wo die Höhle ist. Das Loch ist hier vorne. Die Helden. Oh, hab ich da haben wir doch die Basis gebaut, deswegen. Ich will hier eine Treppe ranbauen. Stimmt. Hier ist es. Und hier ist auch in der Nähe das Cockpit. Genau, richtig. So. Wo genau ist das Loch? Hier ist das Loch. Ich hab's. Da haben wir genau ja, davor ja. Nämlich das unsere... Das ist ein ganz toller Videotitel. Das Loch, was? Ja. Das hier Loch. Hier ist das Loch, genau. Der 12-jährigen Humor ist da. Wieso kann ich da keine Treppe ranbauen? Frage. Oh, das geht sehr tief runter. Weiß nicht warum, ja. Aber. Aber. Ich habe ein ganz beschissenes Gefühl dabei. Das Loch ist ziemlich tief, ne? Sehr tief. Nass ist es hier unten auch noch. Feucht und rostig. Ich will eine Treppe dahin bauen. Aber das Schöne ist, dass ich jetzt endlich wieder alles looten kann, was ich vorher nicht looten konnte. Mann! Nämlich die ganzen Textilien und alles. Wette, ich weiß es nicht, aber ich würde einen sehr hohen Betrag darauf wetten, dass wir gleich sehr, sehr, sehr schlimmen Besuch bekommen. Wir müssen links lang, das weiß ich. Das weiß sehr, ja, sehr, sehr, sehr. Dass sie alle wieder leben, ne? Ja, 100 pro. Wäre nicht mein Leben, wenn sie jetzt noch... Wieso kriege ich das nicht hin, so eine blöde Kacktreppe zu bauen? Ich weiß es nicht. Ja, sie leben wieder. Bist du da an ihm vorbeigelaufen? Links oder rechts? An links bist du gelaufen. Ich bin, ne? Ich hab's gelaufen. Geschafft. Oh. Jetzt brauche ich Holz. Ich wäre jetzt wieder rechts gelaufen. Bin ich beim letzten Mal nämlich auch. Du musst, glaube ich, links dann. Ja, ja, bin ich. Aber beim letzten Mal bin ich rechts gelaufen und bin genau bei denen da reingelaufen, wo ich die hab da... Hab ich rechts gelaufen. Außen. Ich hab's und die leben nicht mehr. Die sind noch tot. Boah, ist das geil. Mit dem Arm essen ist richtig geil. Bin so glücklich. Bist du gleich so weit? Ja, ja, ja. Ja. Ist das Dynamit noch da und so? Gut. Ganz viel Geld. Also. Das ist das Beste daran, ne? Boah, diese Gedärme, ey. Bist du soweit? Ja, bin draußen. Och, ich finde das ganz lustig. Jetzt geht's. Ja, man kann leider nur eine tippen. Ja, aber bau dir erstmal. Ach nein, hast du Münzen? Nein. Ach schade, dann hätten wir hier unten Bomben bauen können und hätten noch ein paar von den Uhren mitnehmen können. Aber ich kann Geld wieder mitnehmen, das ist gut. Batterien könnte ich gebrauchen, ne? Fertig! Okay. So, jetzt habe ich wieder 4 Medikamente. Danke! Ich baue mir als erstes die Treppe daran, ey. Ja, das ist echt das Wichtigste hier. Oh, Holz. Weil man kommt wieder rein und einmal hat man so ganze Holzgeräusche so. Mhm. Daniel ist schon wieder abgehauen. Hau nicht ab, ich gehe nach Hause. Ich brenne! Ey, ist ja schon wieder. Nee, ist es nicht tatsächlich. Oh. Weißt ich hab eine Treppe! Ich hab eine Treppe! Ja! Ey, die Treppe ist richtig gut, okay. Tai, meine Liebe. War ja ich jetzt schon. Die ist krumm und schief. Liebe Tai, was sagt deine Zeit? 23 Minuten. Ach, klasse. Dann haben wir noch ein bisschen. Ja! Muschi-Klaus. Falsche Richtung. Okay. Ich bin falsch gelaufen. Warum bin ich falsch gelaufen? Ich muss doch da lang zum Seil, oder nicht? Oder muss ich da lang? Bandig. Naja, hier oben kommt er nicht hin. Ich bin ja, ziemlich weit oben. Warum hat er denn jetzt die ganze Zeit so einen ollen Stein in der Klaue? Ach nö, ich mach's mir einfach. Ich baue mir jetzt hier wieder Molotovs. Er steht direkt neben mir und er sieht mich nicht. Hast du ein Glück? Warte, oh Mann, ich bin schon wieder ins Feuer gelaufen, Mann! Elch. Ja! Perfekt! Mann, ich hab da so einen scheiß Stein in der Hand, ey. Geh weg! Wie bin ich da bitte vorhin dran vorbeigekommen? Keine Ahnung, aber der hat sich auch bewegt, ich bin mir sicher. Mann! Tut mir leid, falls ich dich getroffen haben sollte. Nee, du hast mich nicht getroffen. Ich treff Muschelklaus nicht. Wie lange kann man Dynamit in der Hand halten, bevor es explodiert? Keine Ahnung, ein paar Sekunden. Ich werde es ausprobieren. Daniel, lauf mal weg. Nee, nee. Lauf mal weg. Mach den kaputt. Oh, Dynamit. Oh mein Gott!
Ich hab gesagt, lauf mal weg. Ja, aber ich jetzt... hab gedacht, du wirfst einen Molotow. Nein, ich... Ja, macht sehr viel Sinn, wenn du vorher nach Dynamit fragst. Ja, mein Hirn ist nicht das Beste, wir wissen es jetzt alle. Er lebt auch noch, aber er bewegt sich nicht mehr. Ich will einmal kurz reingehen und... Ich hab ihn runtergeschubst, ich hab ihn zu dir runtergeschubst. Ja, ich mach's doch. Oh geil, der spawnt in der Wand. Lass ihn da hängen, lass ihn da hängen, lass ihn... Ach, scheiße. Auch noch was. Jetzt ist er doch. Sehr schön. Auch noch eine Wand. Ja, und hier ist der Schrank halt noch nicht fertig. Der war gut. Ich schub's ihn einfach zu dir runter. Das war gar nicht mit Absicht. Weil das im Endeffekt nicht ganz so wichtig ist, wir haben ja zwei, aber... Ach, hier sind Feuer noch, von uns. Ich hab hier das hier. Oder hast du das gebaut? Skin Rack gemacht. Hab ich nicht gebaut. Klasse. Ah ja. Da hängt jetzt sortiert, chronologisch sortiert Haut dran von drei verschiedenen Tieren. Und wenn ich. Oh, wenn ich den Wind höre, ne? Dann friere ich. In echt? Ja. Hauptsache ich hab sortiert und du chronologisch wieder nicht. Okay, nein, egal. Ich habe eh zu viel Lizard wahrscheinlich. Ich muss das unbedingt einmal loswerden, ja. Ja. Boah, ich krieg dir gerade in den Arsch. Also wenn du was doch für nur Hasenfell brauchst und craften. Ich hab alles gecraftet mit Hasenfell. Ach, was fehlt denn dann noch für den Stuhl? Das haben wir wieder. Ja. Fertig. So Mädels, okay. wir sind fertig. Ja. Wir cool. kommen jetzt wieder zurück zu euch. Mädels? Ja. Du hast gerade einen Stuhl gebaut. Wir sind fertig und kommen wieder zurück zu euch. Daniel, machen wir fix Holz, lauf mal nicht so weit. Uns fehlen jetzt 4 Stickies für unser Feuer hier. Gehst du an den Wagen? Ich mach Multi. Ach, 2. Also bist du Horst? Ja, klar, ich bin Horst. Erklär mir mal genau, wie einfach nur rauslegen und ablegen oder. Nee, du gehst einfach an den Wagen ran, nimmst ihn in die Hand und drückst dann Alt-Tab, gehst auf den Desktop. Bin in die Hand. Okay. Sollen wir. Nimm ihn in die Hand. Mit Zack? Oh nein, jetzt höre ich auf. Kommst du mit? Wir gehen Stöcker sammeln. Ja, ich hab Steine reingelegt. Mädels, sag mal leise. Sag mal leise. Das bitte. Stimmt nicht. Mädels. Was? Du musst jetzt den Wagen in die Hand nehmen. Du gehst doch hier an den Holzwagen ran, nimmst ihn in die Hand mit E. Okay. Wenn du ihn in der Hand hast, jetzt gehst du mit Alt-Tab zurück auf den Desktop. Ja. Bis draußen. Ja. Okay, warte, ich mach fix und sag dir, wenn du reinkommen kannst. Mal einen Schluck trinken. Aber wie kann das sein, wenn ich nicht Horst bin? Ich dachte, der Horst muss auf den Desktop gehen. Nö. Wenn der Horst auf den Desktop geht, dann geht hier gar nichts mehr. Das System erkennt jetzt wahrscheinlich, weil du am Wagen bist, irgendeinen Befehl für rein und rausnehmen oder so. Und wenn jetzt extern irgendeiner rangeht, während dein Kommando pausiert oder so, passiert so ein Glitch. Ich denke mal, so wird das dann befehlsmäßig aufgeteilt oder erklärbar sein. Oh, Digga, ich habe hier einen festen Standpunkt. Ich bewege mich keinen Millimeter. Schau mal ein paar Tasten rein hier. Oh, ne, jetzt jump ich gerade. Aber ich glaube, das reicht, kannst wieder reinkommen. Moment. Ach so, siehst du, kommst wieder rein, ja, ne? Scheiße, sonst hätten wir vielleicht vorher speichern sollen, nicht, dass deine ganzen Sachen weg sind, wenn das Spiel abkackt. Stimmt, speichern, ja. Wie cool ist das denn? Ja. Ich kriege einfach gefühlt 1 Milliarde Bauern. Ist das geil? Ist geil, ne? Er freut sich, es ist schon niedlich. Ich gehe eben fix speichern. Die jugendliche Freude hier. So, wir sind jetzt bei... Ich bin voll alt, ich bin 19 geworden letzte Woche. Ach, schlimm. Wo steht denn das? Ach da, Tag 9. Alles klar. Alter, ist das cool. Toll. Gut, ist gespeichert. Jetzt kann er wieder rummurksen, der PC. Ich weiß nicht warum, aber... Wie viel kannst du nur da rausziehen maximal? Aus den Holzdingern, so lange wie ich die Tastenkombi drücke. Och komm, dann lass doch gleich ein bisschen übertreiben, oder? Nee, das spawnt ja sowieso weg. So schnell können wir es gar nicht nachbauen. Ach, die spawnen doch weg, okay. Ja, wenn sie sich bewegen, spawnen sie weg, definitiv. Und die rutschen ja permanent immer durch die Physik, ne? Cool, das ist, ne? Das ist, ich komme gerade nicht drauf klar. Ich meine, die 100 Balken, die lassen sich ja fix machen, weißt du? Das kann man ja immer wieder machen. Ich mache gerade was Schönes übrigens. Ne? Also hier vorne ist schon alles fertig anscheinend. Ich trinke kurz was, danach komme ich. Die Mädels haben mir echt Gas gegeben. Mal. Hier vorne ist noch was. Wir könnten jetzt natürlich einen Holzwagen mitnehmen. Oh. Ich würde sagen, wir nehmen den Wagen. Guck mal, was ich da mache. Normal, oder? Dann müssen wir eine Brücke. Ja, wir müssen aber das Holz wegräumen. Oder was heißt wir müssen, aber es bietet sich gerade an, ne? Hier vorne ist ja noch der andere Holzwagen. Zimmerchen.
Keine Ahnung, aber ich denke mal, da könnte man auch noch Fressalien oder sowas lagern, getrocknete Sachen oder so. Das ist wie so eine Art Zimmer. Ja, zu Hause im Glück. Zimmer sind immer Deko, ne? So. Dann haben wir hier wieder was. Also ich würde den hier noch gerne bauen. Also zum Thema bauen, ihr könnt machen, was ihr wollt, ne? Wisst ihr, gibt keine Grenzen. Das ist die, wie hieß Michael Jackson seine Ranch? Neverland Ranch, Neverland, genau. ja. Niemandsland. Das schmeißt er mit Steinen um sich. Warum auch immer seine pädophile Farm Niemandsland hieß, keine Ahnung. Hört sich schon so komisch an, Niemandsland. Naja, er wollte halt gerne mein Kind sein, ne? Ich glaube, das sieht gerade aus meiner Sicht sehr, oder aus eurer Sicht, für mich sehr ungünstig aus. Warum? Guckst du dir an. Bist du ein Pedo? Wo bist du denn? Alter, was ist das aus? Natürlich, normal. Ach, ich frag ja nur. Jumpst du da oben auf den Spitzen so drauf? Das passt gerade so rein hier. Nein, schön, dass wir denen das Holz klauen, oder? Ja. Nein. Es liegt daran, wie ich auf dem Zaun stehe. Sieht irgendwie... heiß aus. So. Ja. Auf 10 Spitzen. Ich frage mich, wie wir das Holz da oben dann drauf kriegen. Na, dich unten drunter stellen und eh drücken. Ja, dürfte glaube ich auch gehen, ja. Ich hoffe. Ja, es geht, habe ich auch schon gemacht. Ja? Okay. Ja, ja. Es geht natürlich nicht an jedem Punkt, aber irgendwie unten drunter stellen, hochgucken und dann eh drücken, das geht. Ach, ich wollte noch was trinken. Ich habe ja jetzt eine Treppe für mich gebaut. Krona mag die nicht. Doch, ich finde die Treppe auch süß. Ich glaube, sie findet, dass sie zu schief ist. Hier, das Trinken ist leer. Wäre schon wieder fast gestorben. Ja gut, sie ist wirklich schief. Ist schon wieder gestorben? Ist... Achso. Nee, aber jetzt kommt man hier rüber. Das ist schön. Ja, ist besser. Ansatz gemacht. Für ein meine Balken Nerven. Erstmal drinne. Oder warte, ich mache einen Balken wieder zurück. In beide Körbe. Ja, wir sind schon bei 30 Minuten. Klasse. Dann würde ich mal sagen, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich bin gespannt, was wir in der nächsten Folge noch so erreichen. Und was wir hier noch bauen werden. Und ob wir eine Muschi oder einen Galoppel finden. Ja, Corona war mir im Weg. Ich kann kein Holz mehr einbauen. Mann! Ich hätte schon Lust, eine Katze zu finden. Ah, doch hier. Yay! Punkt, so, liebe Freunde, ich sag Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei The Forest mit Dat Flippchen. Hoffentlich mit Krona und vielleicht auch wieder mit Daniel. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.